Okay, guten Morgen aus Kuala Lumpur in Malaysia. Leute, ich bin total begeistert. Wie geil ist denn Malaysia bitte? Also wer hier noch nicht war, muss hier unbedingt hin, finde ich, weil es ist natürlich modern. Es ist total modern und die Straßen sind gut, die Leute sind total freundlich, das Essen gefällt uns richtig lecker. Was gefällt uns lecker? Sagt man das so? Gefällt uns lecker. Ich vergesse schon das Deutsch sprechen. Auf jeden Fall, welcome Kuala Lumpur. Und der David zeigt euch jetzt mal das Hostel, in dem wir übernachten. Ehrlich? Ja. Oh, okay. Geh mal los. Und du suchst das Kaffee aus. Oh, alles klar. Los geht's. Ab ins Hostel. Ist eigentlich mega cool, weil hier ist das Hostel. Und dann eben dran ist schon das Kaffee. Jetzt zeige ich euch mal das Hostel. Ja, ich zeige euch jetzt mal kurz unser Hostel. Und so schön wie die Gemeinschaftsräume auch sind, finde ich, hat dieses Hostel so ein bisschen Shabby-Charakter, aber ein bisschen zu übertrieben. Weil schaut euch das hier mal an. Da oben führen die ganzen Kabel durch. Ich hab das Gefühl, da führen die Kabel von der U-Bahn-Linie von Kuala Lumpur durch. Also ich finde, das sieht halt eigentlich ganz nice aus, aber wenn die Kabel hier nicht wären, das geht ja gar nicht, ne? Und dann pennst du hier. Und sonst ist es halt eigentlich ein cooles Zimmer, aber verglichen mit dem Rest von dem Hostel ist das so, ich fühle mich wie in so einem Bahnhofskapuff irgendwie. Und dafür zahlen wir 25 Euro die Nacht. Das Frühstück ist eigentlich nur ein bisschen Reis und ein bisschen Toast. Aber morgen gehen wir in ein cooles Appartement mit Pooldach, mit Infinity Pool. Und ich glaube, wir haben uns in vielen Städten so über diese Pools informiert. Und ich glaube, Kuala Lumpur ist eine der günstigsten Städte, wo man so einen Infinity Pool haben kann, direkt oben auf dem Dach mit Aussicht auf die Stadt. Also ab morgen haben wir ein richtig cooles Apartment. Wobei wir das natürlich lieben, in Hostels zu sein. Hostels sind so cool, man lernt coole Leute kennen. Meistens, aber das hier ist so ein bisschen abgefragt. Aber es gibt ein cooles Café und da gehe ich jetzt mal hin und gönne mir einen Kaffee. Und da sitzt sie auch schon, die wunderbare Melli. Wieder am Handy. Erwischt. Kleine Suchti. Ich kann auch ohne. Versprochen. Ja, ich habe gerade mal so ein bisschen unser Hostel gezeigt. Ist sehr schön, oder? Ja, ich finde halt so ein bisschen die Kabel oben, die. Ja, so die U-Bahn-Kabel. Sehr schön eingerichtet. Ein bisschen die Zimmer, immer ein bisschen liebevoller eigentlich. Ja. Aber wir haben guten Schlaf. Das können wir bequem. Das stimmt. Und jetzt holen wir uns einen Kaffee, oder? Kaffee! Hallo! Thank you. So, und jetzt, nachdem es Kaffee gab, gucken wir uns jetzt mal die Höhlen an. Die Höhlen gehören zu einem Must-Do hier in Singapur. Und wir haben uns jetzt schon ein Taxi bestellt. Und das teilen wir uns zu viert. Und jetzt geht's zu den Höhlen. 272 steile Stufen. Es wird empfohlen, das nicht mittags zu machen. Leute, wir haben 11.30 Uhr. Und wir sind da erst um 12 Uhr und wir sind natürlich mal wieder selten dämlich, ne? Caves sind bekannt für ihre Höhlen natürlich, aber auch für die Tempel, die dann da oben stehen. Und ich glaube, seit einem Jahr sind die Treppen sogar bunt. Das heißt, passt einfach nochmal zu diesen ganzen Tempeln, die hier außen rum stehen. Hinduistische Tempel, die jetzt hier unten sind, wie ihr hinter mir sehen könnt, die natürlich auch alle bunt sind. Die Treppen sind jetzt bunt, hier steht eine große Statue in Gold. Sieht einfach mega cool aus und da hinten dran diese Felsen. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Bin mal echt gespannt, ich werde wahrscheinlich gleich richtig schwitzen.
War es anstrengend? Nö, war okay. War okay? War nicht anstrengend. Wir haben ja viele Pausen unterwegs gemacht. Ja. Ne? Aber es geht schon ganz schön, ganz schön steil hoch. Ja. Aber wenn man Fotopausen einlegt, dann ist es überhaupt nicht anstrengend. Und jetzt gehen wir mal was Leckeres Indisches essen. Ja. Ganz gute Tablette. Kann man sich halt alles aussuchen, was man möchte, und dann zahlt man zum Schluss dann ausgeben. Wir waren heute Morgen bei den Caves, dann waren wir in Little India. Zwei Dinge, die ihr unbedingt tun könntet. Und jetzt gehen wir auf die Helibar. Und zwar ist das angeblich die, hallo, die höchste Bar in Kuala Lumpur, ist das richtig? Ich glaube ja, und die schönste. Vielleicht die schönste, die höchste, auf jeden Fall ist das eine Bar und man muss da keinen Eintritt zahlen, um da hochzugehen. Und das ist natürlich geil für uns Low-Budget-Backpacker. Wir gehen da jetzt hoch und genießen eine schöne Aussicht über Kuala Lumpur. Ja, es ist ja mal eine geile Aussicht und die Helibar heißt nicht umsonst Helibar. Hier waren früher, sind Helikopter gelandet und hier gibt es auch keinen Zaun hinter mir, der mich jetzt daran hindern würde, einfach mal runterzustürzen. Wir haben jetzt hier so 17:45 und so in einer Stunde geht die Sonne unter und die Bar ist schon gut gefüllt. Also empfehlen wir euch auf jeden Fall, hier so 17:45 da zu sein. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spezielle Aussicht auf KL. Nachdem wir uns die Aussicht in der Stadt angeschaut haben, sind wir auch noch mal ein bisschen gewandert und haben uns dann die Aussicht in der Natur auf die Stadt angeschaut, die übrigens sehr faszinierend ist. Und das ist gar nicht so weit weg von Kuala Lumpur City. Wir sind 20, vielleicht 25 Minuten mit dem Taxi aus der Stadt gefahren und haben uns dann dort auf den Berg hoch gequält bei schwüler Hitze, aber das hat sich so absolut gelohnt. Es war einfach der Hammer. Das kann ich absolut empfehlen als Highlight von Kuala Lumpur. Eine sehr, sehr grüne Stadt. Und falls ihr auch noch so eine Aussicht hier haben möchtet, wie wir sie genossen haben von unserem kleinen Apartment mitten auf die zwei Zwillingstürme, dann schaut doch einfach mal bei uns in der Infobeschreibung auf den Booking-Link nach und bucht da eure Apartments. Dann schenken wir euch ein bisschen Geld. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.